Übung 7 ist eine Dehnung der Gesäßmuskulatur. Die Gesäßmuskulatur neigt zur Verspannung und für eine gute, funktionsfähige Gesäßmuskulatur ist es wichtig, die ab und an aufzudehnen. Ich zeige dir jetzt die Übung im Sitzen. Nachher zeige ich dir die gleiche Übung auch als Variation im Liegen. Wir setzen uns an den Anfang des Stuhles oder des Hockers, schauen, dass die Füße hüftbreit gut am Boden fixiert sind und beginnen einfach, indem wir das linke Bein über das rechte nehmen. Ich greife dabei oberhalb des Sprunggelenkes, lege meine andere Hand auf den Oberschenkel und drücke das Bein herunter. Ganz, ganz wichtig ist, dass du noch mal ganz kurz in deine Wirbelsäule spürst und Wirbel für Wirbel dich aufrichtest. Der untere Rücken ist schön lang. Du sitzt auf deinen Sitzbeinhöckern, die Schultern tief, das Kinn leicht zum Hals heran und spür mal die Dehnung über die Gesäßmuskulatur. Und du atmest schön und frei und weit. Und wenn du jetzt noch eine Intensivierung der Dehnung möchtest, könntest du dich mit langer Wirbelsäule etwas aus dem Becken nach vorne neigen. So spürst du es noch etwas deutlicher. Du hältst die Dehnung wieder so lange, bis der Dehnschmerz nachlässt und verlässt diese Übung dann wieder ganz langsam. Wir wechseln auf die andere Seite, noch einmal das Bein anwinkeln. Wir greifen mit der gegenüberliegenden Hand oberhalb des Sprunggelenkes. Legen die andere Hand auf den Oberschenkel, bitte nicht sehr aufs Knie, eher lieber auf den Oberschenkel und geben einen Druck nach unten. Richte dann die Wirbelsäule auf, Schultern tief, Nacken lang. Und atme wieder. Du hältst die Dehnung so lange, bis der Dehnschmerz weg ist. Und wenn du noch etwas intensivieren möchtest, dann neige dich aus dem Becken heraus etwas nach vorne. Atme ganz frei und weit. Diese Übung kannst du auch zum Beispiel sehr, sehr gut zwischendrin auf dem Bürostuhl machen. Und dann lösen. Ein bisschen die Beine ausschütteln. Und dann geht es jetzt weiter am Boden. Jetzt die Variation der Gesäßmuskeldehnung am Boden. Wir beginnen mit dem rückengerechten zu Boden kommen über einen Ausfallschritt. Rückengerecht nach unten gehen, dann auf die Seite und dann nimm die Beine nach vorne, klappe dich zur Seite um und über die Seite gehst du rückengerecht in die Rückenlage. Dort kommst du an und du überlegst jetzt erstmal, brauche ich eine Unterstützung für meinen Kopf? Liege ich da entspannt? Als Richtschnur, das Kinn sollte immer unter Stirnhöhe sein. Wenn dir das nicht gelingt, ohne Kissen, dann nimm dir doch bitte ein Kissen in den Nacken. Genau. Okay, und dann beginnen wir mit der Gesäßmuskeldehnung. Wir nehmen das rechte Bein und legen das rechte Bein auf den linken Oberschenkel. Und jetzt nehmen wir die rechte Hand auf den rechten Oberschenkel und drücken nach unten, außen. Und jetzt kannst du diese Übung noch intensivieren, wenn du hier noch keine große Dehnung spürst, indem du so, wie die Beine sind, die Beine jetzt zu dir herannimmst, mit dem Oberkörper einmal hochkommst, um das linke Bein herum in die Kniekehle greifst
und dich wieder ablegst. So intensivierst du diese Dehnübung. Schau, dass der Nacken entspannt liegt, dass du das Kinn wieder zum Hals heranziehst, die Schulterblätter und die Schultern Richtung Boden ziehst und schön atmest. Es kann jetzt sein, dass du diese Dehnung über die Gesäßmuskulatur bis in den Rücken spürst. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Dehnübung für dich sehr wichtig ist. Halte also die Position so lange, bis der Dehnschmerz aufhört. Und dann wechsel die Richtung. Wir beginnen von neu. Das linke Bein legst du auf den rechten Oberschenkel. Das Knie lässt du nach außen fallen. Und die linke Hand legst du auf den linken Oberschenkel. Und drückst das Bein nach unten. Auch die linke Schulter ist bitte tief. Der Nacken ist lang. Und wenn du hier jetzt eine deutliche Dehnung spürst, dann lass es so. Wenn du mehr möchtest, dann nimm beide Beine zu dir heran und komm im Oberkörper hoch. Greife um das rechte Bein in die Kniekehle hinein und lege den Oberkörper wieder ab. Schultern tief, Nacken lang, das Kinn zum Hals heran. Ganz frei und weit atmen. Und du hältst diese Dehnung so lange, bis der Dehnschmerz weg ist. Ich gebe dir noch einen Tipp mit auf den Weg. Versuche, eine Unterlage zu finden, die relativ hart ist. Ich meine damit, diese Übung vielleicht nicht unbedingt morgens im Bett machen, weil die Matratze neigt eher dazu, dass du zu sehr durchhängst. Sondern geh auf den Boden, auf eine Gymnastikmatte, dann ist diese Übung besser durchzuführen. Viel Spaß beim Ausprobieren!